13. Pereine. Nachdem ihr nun lange auf der Hauptstraße unterwegs gen Norden wart, seid ihr nun in Werheim angekommen. Eine Nacht habt ihr euch hier erholt und die Kälte aus den Knochen vertrieben, an den Kaminfeuern einen Becher warmen Wein genossen. Die Reisegeschwindigkeit ist aufgrund der 400 Mann deutlichst eingeschränkt und scheint wohl einem Baron oder Gaugrafen nicht wirklich angemessen. Ömer hat über Umwege von Hauptmann von Angenbruch ein Artefakt aus den Koschbasaltkammern der Bandstrahle bekommen und soll dieses nun verwahren, während der KGA-Agent gesucht wird. Ihr werdet viel zu früh durch Hornstöße geweckt, die 6. Stunde des Tages. Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen und doch marschieren Soldaten durch die Straßen und brüllen laut links zwei oder singen ihre martialischen Lieder. Die Stadt atmet Krieg, die Gassen bluten Eisen, Werheim. Stolz und Schild des Reiches, unbesiegbar, die erste und letzte Bastion. Gegründet von Fraen Horas Invictus vor über 1500 Jahren im Herzen des Mittwaldes. Eine Stadt des Praios. Und so, ja, etwas verschlafen, könnt ihr euch dann langsam aufrichten, anziehen und als Ömer auf die kleinen Flure der Taverne tritt, kannst du sehen, wie wohl gerade neben dir eine der Nachbarzimmer aufgestoßen werden und jemand in einer schimmernden Rüstung weiß heraustritt. Den Helm hat er noch nicht ganz aufgesetzt, aber als er sich dann zu dir umdreht, kannst du erkennen, dass es sich dabei wohl um eine Frau handelt, die sich einmal kurz zu dir umblickt, so etwas murmelt wie "Huch!" und schnell wieder zurückgeht. Man schaut mal, was für eine Farbe die Rüstung hat. Weiß, komplett weiß. Und ja, du erkennst sie wieder. Ömer grinst, denkt sich so, ach Mädchen, du musst doch, darfst doch nicht auf den Flur treten, ohne den Helm aufzuhaben. Na gut. Ja, die Tür wird wieder aufgeklickt und der weiße Ritter tritt jetzt mit dem Helm auf den Flur, nickt dir wohl nur noch zu, zieht dann wohl noch ein paar Schnüre und Gürtel zu an seinen Handschuh, Plattenpanzerhandschuh. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Weißer Ritter, grinst man und nickt dann auch einmal zu. Ja, so könnt ihr dann unten in der kleinen Stube wieder zusammentreffen. Sie ist ziemlich voll, ihr seid in der Schnapsmühle, weil alles andere wohl sehr voll war, im Norden der Stadt, direkt neben dem Ingrim-Tempel. Aber ja, könnt da dann ein kleines Frühstück zu euch nehmen, ein bisschen Brei, wenn ihr ein bisschen mehr bezahlen wollt, was natürlich geht, auch noch ein paar Apfelstückchen drin. Und könnt dann so die nächsten Schritte besprechen. Was für ein bezaubernder Ort. Und ich muss zugeben, ich mag diesen Ort. Besser als den Rest des Mittellands. Nee, Gareth hat mir deutlich besser gefahren. Alles ist besser als Gareth. Das erinnert mich an meine Ausbildung in der Flottenakademie. Ja, es macht voll gefährliche Ordnung. Es ist eng hier drin. Kein Platz zum Atmen. Warum braucht ihr denn Platz zum Atmen? Ja, ich muss ja nicht ohne meinen Tischnachbarn riechen. Habt ihr zugenommen, Abelmir? Die Küche bei Frau Prutz ist wirklich sehr gut. Das ist eine Unterstellung. Wird die Robe enger, Abelmir, oder was ist los? Nun ja. Ich kann nicht da helfen, ich habe da ein paar Schneidertricks, wie man das besser kaschieren kann. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo so einen Hafercakes. Ich habe nicht zugenommen. Aber wenn, dann kann ich da was machen. Richtig. Theoretisch. Falls das mal eintritt, Abelmir. Nicht, dass wir das glauben würden. Das ist überhaupt gut zu wissen. Ist das überhaupt noch? Oder falls ihr einen Freund habt, der etwas dicker ist, als ihr und aus Versehen mal eure Kleidung tragen möchte. Richtig, richtig. Wir sind da ja hilfreich. Ihr leiht euren Freunden eure Kleidung? Wenn sie fragen, klar, ja. Also früher habe ich die Kleidung genommen, die andere Leute schon zweimal weggeworfen haben. Oh Gott. Bei den Göttern, Wie kann man nur so leben? Naja, verknoten. Verknoten hilft. Was meint ihr denn verknoten? Naja, wenn ein Hemd zweimal getragen wurde, dann ist es so kaputt, dass man es in zwei bis drei Streifen reißt und dann eben sozusagen knotet. Wenn man genug Hemden dann zusammenbekommt, hat man eine Schutzschicht. Wie könnt ihr nur so leben? Das geht doch gar nicht mehr. Jetzt bin ich doch Gaugraf. Euer Wohlgeboren. Euer Wohlgeboren. Jetzt ja, fangt ihr nicht schon wieder damit an. Korrekte Anrede für einen Gaugrafen wäre entsprechend im Ring hochwohlgeboren.
Ah, natürlich, euer Hochwohlgeboren, entschuldigt. Ich dachte, wir sind dann Barone vom Titel her und der Titel ist doch dann euer Hochgeboren. Wenn ihr Barone seid, seid ihr aber hochgeboren. Also, ihr müsst doch viel lernen. Genau, also, wie ist jetzt die richtige Anrede für einen Gaugrafen? Hochwohlgeboren nehme ich an, da ihr ja derzeit Gaugraf von der Portion seid. Nun ja, es kommt darauf an, welcher Funktion ihr tätig seid. Wenn ihr als Gaugraf tätig seid, seid ihr ein Hochwohlgeboren. Seid ihr als Baron unterwegs, ohne diesen Titel zu führen, den das Gaugrafen, seid ihr nur euer Wohlgeboren. Es ist natürlich nicht unbedingt so, als würde einer von euch beiden merken, wenn er falsch angesprochen würde. Mein Herr, genau. Nicht, dass ich meine Ehre verteidigen muss. Ich habe jetzt ja das Recht dazu. Und ich hoffe, ihr macht davon auch regelang Gebrauch. Natürlich. Aber können wir jetzt mal endlich hier zu ernsthaften Dingen kommen? Was machen wir? Wir brechen natürlich beide auf. Treten die Leute wach und dann geht's los. Aber wir nehmen die jetzt nicht alle mit, oder? Also zumindest nicht diese ganzen Penner da aus diesem Viertel. Bitte. Natürlich nicht, die würden uns nur langsamer machen. Danke. Ihr könnt sehen, wie jemand aus eurem Tross an, ja vor allem Iserun erstmal herantritt, eine Frau mit roten Haaren, klopft so ein bisschen auf den Tisch. Morgen, die Herren, die Dame. Ich sollte ja 8 Söldner bereitstellen, das habe ich getan. Wollt ihr die jetzt noch haben oder hat sich das erledigt mittlerweile? Ach so, ja, hervorragend. Nee, die brauchen wir tatsächlich. Es geht bald los. Ja, ihr seid? Ich bin Morak, die Rote. Aber ihr könnt mich auch Schnucki nennen. Ich denke, ich bleibe bei Morak. Woher kommt der Spitzname, wenn ich fragen darf? Das ist etwas spezieller. Das habe ich mir fast gedacht. Freunde nennen mich so. Also ich habe ein paar Leute zusammengestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, wer wie dann mit uns rumläuft, aber ich sollte das ja machen und habe ich getan. Ja, gute Arbeit. Die Leute warten draußen? Ja, genau. Aber Pferde haben wir nicht. Ich glaube, das wurde ja noch kurz diskutiert. Nein, haben wir nicht. Aber die können wir uns dann auch sicherlich irgendwo besorgen, wenn ihr das Geld habt. Ja, da wird dran zu kommen sein. Also die Bandstrahler, mit denen ich zu tun hatte, die haben sich immer alles genommen, was sie haben wollten. Ah, das ist auch typisch Bandstrahler. Die haben kein Benehmen. Und ich bin mir sicher, sie hatten ja einen guten Grund. Unsere ist noch in Ausbildung. Vielleicht kann man den noch retten. Das ist eine sehr gemischte Truppe. Ich wusste nicht genau, ob ihr Vorlieben habt, aber da ist quasi aus ganz Aventurien was dabei. Unsere Söldnereinheit von den Falken, die sind halt viel rumgekommen und sie zuckt so ein bisschen entschuldigt mit den Schultern. Naja, von ganz Norden aus Torval bis nach Süden. Ich glaube, mal an Fahnen haben wir nicht dabei, aber aus Mengbilla kam der, glaube ich. Torvaler dabei? Was? Torvaler? Ja, So ein großer, der kann ziemlich gut kämpfen. Ich glaube, er ist aber auch nur ein halber Torwaller. Bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest hat er so einen harvenischen Titel. Harvenischen Titel? Okay. Ja, das ist mit diesem Ui und diesem Nie. Ich habe das nie ganz verstanden, wann man Frau und wann man Mann sagt. Und sie zuckt wieder so entschuldigend mit den Schultern. Keine Ahnung, der läuft seit ein paar Wochen bei uns rum und hat sich dann einfach eingereiht, weil wir wurden ein bisschen ausgedünnt und der hat sich dann angeschlossen und was man dann eben so im Chortempel alles findet. Nur die besten Männer. Mir würden noch ganz andere Sachen einfallen, was man in einem Chortempel findet, aber nun lassen wir das. Ich bin sicher, es ist ein guter Mann für einen Torwaller. Gucken wir mal so ihre Rangabzeichen ab. Ja, wenig. Also dadurch, dass sie jetzt vor dir steht und dann so ein bisschen das versucht zu verwalten, wird sie wohl Weibelin gewesen sein, aber naja, wir sind ja nicht in der Armee. Du suchst also verzweifelt nach sowas wie Abzeichen, vielleicht sowas wie ein Leutnant, wie ein Fähnrich gibt's halt nicht bei den Söldnern. Die können halt rumlaufen, wie sie wollen. Aber die hat schon irgendwie das Auftreten von irgendwie Unteroffizier oder so. Genau, also sie hat wohl diese Ausbildung genossen, sie wirkt auf dich wie, ja, Weibel von der Stadtwache oder sowas, vielleicht ist sie sowas mal gewesen, also hat dann auch gar kein Problem, sich da vorne hinzustellen und
dann noch mit euch zu reden. Immerhin seid ihr Magier, Bannstrahler, Basaltfaust, und dadurch, dass sie da jetzt sich nicht schüchtern vorne hinstellt, sondern da sehr überzeugt ist, das macht schon einen guten Eindruck. Ja, dann bin ich zufrieden. Ja, gute Arbeit, Morak. Wir schauen uns die Leute dann später an und ja, für Freunde bin ich, wie gesagt, Schnucki. Greift sie sich an ihren Gürtel, holt so einen dicken Zigarillo raus, irgendwas Gedrehtes aus Al-Anfa vermutlich, zumindest Kiaras wird es wieder erkennen und natürlich auch Rafim, und macht sich erstmal so einen richtig schönen dicken Zigarillo an, schiebt ihn sich in den Mundwinkel. Also ich bin dann mal draußen. Pustet ihr so ein bisschen den guten Rauch ins Gesicht. Ja, weggetrunken. Das klingt gut. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist hohe Qualität. Und sie ist definitiv sehr direkt. Gefällt mir. Warum haben wir keine Zigarillos? Ich bin verdammt nochmal Gaugraf und hab keine Zigarillos. Meinst du das eigentlich? Ich habe genug. Kannst du zu ihr gehen und sie beschlagnahmen? Über den Zug. Warum segeln wir nicht nach Al-Anfa und beschlagnahmen die ganze Stadt? Naja, weil ihr keinen 2 Meter auf anafranischen Boden kommen würde, bevor man euch niederstreckt. Weil ich dachte... Ist dieses Beschlagnahmen nicht einfach so, dass man eigentlich ein Räuber ist, aber wenn man das darf, ist das Beschlagnahmen? Das sieht ihr völlig falsch. Das ist ein gutes Recht. Etwas an uns zu nehmen, was jemand anders gehört, im Namen des Reiches. Sag ich doch. Legaler Diebstahl. Das ist kein Diebstahl. Es ist kein Diebstahl. Die Götter haben lediglich entschieden, dass wir besser in der Lage dazu sind, die Ressourcen zu verteilen, als es jetzt irgendein beliebiger Bauer ist. Wir borgen uns etwas, ohne es zurückgeben zu müssen. Also dafür, dass wir Räuber sind, sind wir ganz schön gewandt mit Worten. Fällt mir. Das Prinzip an einem Räuber ist, dass er inhärent gegen das Recht verstößt. Da wir berechtigt sind, solche Beschlagnahmen durchzuführen, können wir ergo gar keine Räuber sein. Ja. War ich denn nie an der Freierstagsschule? Sag ich doch. Natürlich war ich da nicht. Bei uns gibt es nur einen einzigen Freierstempel und die meisten Leute nennen den nicht Freiers. Ich will es gar nicht wissen. Schlimm genug, dass es überhaupt davon einen gibt. Also die meisten Bauern sagen Dürredämon dazu. Das ist... Ja, weil er die Felder verbrennt. Habe ich auch mythischer Aberglaube. Ja, genau, Tulamid Java, glaube ich, aber so wird er meistens genannt. In Städten ist das etwas harmloser, aber auf dem Land ist es überall so. Ja. Naja, ist die Sonne, also. Preis wird die Seinen schon richten für diese. Offensichtlich straft er sie ja bereits, wenn sie ihn für die Dürre verantwortlich machen. An die Zwerge kommt er unter der Erde nicht ran. Ich glaube, Hela Horas war damals nicht hart genug. Wenn sich solche Heresien verbreiten können. Ja. Hela Horas war nicht so hart zu uns und hart genug zu uns, das stimmt. Aber hey, ihr wurdet ja auch unter Druck von den Mittelreichern, anscheinend auch nicht hart genug. Nun ja. Lassen wir das Ganze. Ja, wir sollten bald aufbrechen, wenn wir das endlich hinter uns bekommen. Ich müsste noch etwas besorgen in Wehrheim. Ich denke, ich brauche etwa 1 bis 2 Stunden. So, braucht ihr Hilfe hier in der Stadt? Kennt ihr euch aus? Also ich finde Städte jetzt nicht schwer zu lesen. Ich kenne natürlich die Stadt nicht großartig, aber ja, die weißen Städte, die ich bisher gesehen habe, funktionieren nach ungefähr den gleichen Prinzipien. Also nicht alle komplett, aber... Wenn ihr mir als Wegführer dienen wollt, nehme ich diese Hilfe gerne in Anspruch. Ja, dann machen wir das schnell, bevor jetzt hier noch irgendwie dadurch extrem lange Verzögerungen sind und wir, naja, und wir bei der Eskortierung der Leute eben noch länger Zeit hier in der Stadt verschwenden. Also eher wäre nach Neu-Ost-Wehrheim, Neu-Wehrheim, na dieses Ding vor Wehrheim, dieses Dorf dahin kommen, desto früher sind wir unterwegs. Dann lass uns los, von meiner Seite aus. Gut, dann trennt ihr euch wieder und wir beginnen das übliche Spiel. Jeder darf sich überlegen, ob er irgendwas tun möchte in den 2 Stunden. Abel, mir und Ömer beginnen. Zuerst wollte ich den Boron-Tempel in Wehrheim aussuchen, wenn es einen gibt. Ja, gibt es nicht. Gibt es einen Dorfanger oder einen Stadtanger? Du meinst sowas wie ein... Ja, gibt es.
dann würde ich dorthin gehen. So, dann führe ich ihn natürlich zum Bohrungsanger. Da wird wahrscheinlich auch ein Bohrungsanger weiter rumtreiben. Ja, selbstverständlich. Also die Stadt ist bärstend voll. Immer mehr Militär, was dann jetzt aus allen Himmelsrichtungen verschiebt. Du hast natürlich dann die Leute aus Bali und aus Tallaub, du hast die Leute aus Greifenfurt, auch aus der Richtung kommen dann eine ganze Menge Torwaler. Oder auch, na gut, die Andergaster und Nostrianer haben sich wohl auch angekündigt, aber die stecken wohl wie immer im Schlamm fest und erreichen das Ganze wohl nicht rechtzeitig. Und naja, natürlich aus dem Süden hast du dann die verschiedensten Leute, die dann aus Garat verschoben haben. Almadana, Horasia, und kannst da dann natürlich, nachdem du dich so ein bisschen orientiert hast, gemeinsam mit Ömer den Boron-Anger finden, wo du dann nach kurzer Suche auch mehrere Boron-Geweihte findest. Also nicht nur ein, sondern viele. Ich denke, man kann sie unterscheiden wahrscheinlich an ihrer unterschiedlichen Tracht vermutlich, ja, wahrscheinlich irgendwelche silbernen, goldenen Abzeichen, also für einen höheren Rang jeweils. Und die einfachen Geweihten haben wahrscheinlich einfache Kordeln, vermutlich mal sowas. Ja, also du kannst dann auch gleich einen etwas höheren suchen, wenn du möchtest. Ja, sag mal, woran erkennt man eigentlich, wer jetzt hier nicht, also Brunnengeweihte, klar, das sind die Kunden, aber woher erkennt man jetzt, wer davon jetzt hier irgendwie, ja, Tempelvorsteher und sowas ist? Der was ist? Ja, wer jetzt hier von denen schon Tempelvorsteher ist. Ich vermute mal, ein einfacher Geweihter wird eine einfache Kordel aus Leinen haben, ein etwas höherer, vielleicht eine aus Silber, und der höchste Geweihte vielleicht eine aus Mondsilber oder Boron vielleicht sogar Gold. Zum Gruß. Was verschlägt euch auf diesen Boron-Anger hier? Boron zum Gruße, euer Gnaden. Wir sind unterwegs in Dapatien, um die Horden des Schwarzen Drachen zu bekämpfen, und wir benötigen nun, wie gesagt, eure Hilfe, oder vielleicht könnt ihr uns einen eurer, nun ja, Gehilfen ausborgen. Ich meine damit einen Totengräber. Einen Totengräber? Ihr plant, Menschen zu bestatten? Nun ja, wir planen, die Toten in Sicherheit zu bringen vor den Horden des Schwarzen Drachen und seiner Gehilfen, um die Grabruhe Borons und seiner ihm anvertrauten Anger zu gewährleisten. Das ist ein sehr ehrenvolles Werk. Wenn ihr also irgendwelche wandelnden Leichname entdeckt, dass ihr sie, Ich glaube, Ausgraben verbrennen waren doch eher die Worte, die wir benutzen wollen, oder nicht? Ihr wollt Leichen ausgraben? Nein. Nein, verzeiht. Wir wollen natürlich keine Leichen ausgraben. Ich habe gedacht, dass ihr... Wenn dort untotes Gezücht herumläuft, dass ihr sie erschlagt und dann einbuddelt. Das würden wir natürlich ebenfalls tun, aber wir dachten eher, nun ja, ihre Totenruhe. Nein, sagen wir es anders. Wir dachten, ihre Körper in den Leib Sumus einfahren zu lassen, damit sie nicht als Rohmaterial für schändliche Zwecke dienen können. Verzeiht mir, mir sind zwar viele der 12 Göttlichen bekannt und auch ihre anderen Kinder, aber warum sprecht ihr jetzt von Sumu? Sumu wurde in den Pantheon nicht aufgenommen. Ja, was Sumu wäre? Würdet ihr mir nicht zustimmen, dass die Götter aus Sumus Leib entstanden sind, so wie es die Kirchenlehre schreibt? Nun, ihr wollt also was genau tun? Wir wollen ihren... Ihr wollt sie Sumu zurückgeben. Wie wollt ihr das tun? Wir wollen den Auflösungsprozess,
dieser Körper ein wenig forcieren. Auf magischem Wege. Auf dämonischem Wege? Auf magischem Wege. Nicht auf dämonischem Wege. Ich bin kein Magier. Ihr seht mir allerdings aus wie einer. Aber er ist kein Guildmagier mehr. Er ist aus der Weißen Gilde rausgeflogen, der Herr. Ömer. Entschuldigt. Ja, ihr wollt weiterreden? Habt ihr denn einen Dispens der Weißen Gilde für euer Treiben, dass ihr die Leichname Sumu wiedergebt? Wir sprachen mit und einem... Und etwas forciert, Gewalt anwendet, die natürlichen Gewalt. Prozesse verschnellert. Gewalt würde ich nicht nennen. Wir sprachen schon mit einem eurer Mitgeweihten. Mir ist leider sein Name entfallen, Ingarit. Nun, er konnte uns dafür keinen Dispens geben, aber er gab uns seine besten... Nun ja... Hört mir zu, ich bin ein Boron-Geweihter. Solche Leute sollte man nicht anlügen. Wenn ihr vor einem Fex-Geweihten stündet, dann würde ich es euch abnehmen und vielleicht milde lächeln. Aber wir reden jetzt hier davon, dass ihr einen Boron-Geweihten belügt und ihm weismachen wollt, ihr hättet einen Dispens dafür, dass ihr die Toten schneller Nein. zu Sumo wiedergebt. Das sagte ich nicht, ich sagte... Er konnte uns keinen Dispens ausstellen, aber er... Und ihr habt seinen Namen vergessen. Ja, Ömer, wisst ihr noch seinen Namen? Nein. Ja, es tut mir leid. Aber er hat noch gesagt, dass er nicht weiß, ob Boron das gefällt und dass Boron das am Ende entscheiden wird, ob das, was wir tun, wirklich Boron gefällig ist und dass das jeder mit seiner eigenen Seele vereinbaren muss. Deswegen ich gesagt habe, ich helfe dir nicht dabei. Das habt ihr gesagt, richtig. Stört mich jetzt bitte nicht mehr bei meiner Arbeit. Nun gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, euer Gnaden. Verzeiht, dass ich euch gestört habe. Im Regen lässt es sich besonders tüchtig arbeiten. Oh, wow. Ja, ich verbeuge mich leicht und... Zerra Ömer mit mir von diesem... Ja, aber willst du dem Mann nicht eine Spende geben für deinen Tempel, weil du ihn gestört hast bei seiner Arbeit? Natürlich. Ich meine, wir sind Gaugrafen, wir können es uns wohl leisten, eine kleine Spende zu geben. Ein grimmiges Lächeln. Da gibt es irgendwie so einen Spendenstock. Ja, klar, wirst du hier finden. Ist dann auch irgendwo beim Eingang, beim Ausgang ist das angebracht und kannst da dann deine Münzen reinschmeißen. Würfel bitte Heilkunde Krankheit. Okay. Wissen doch nicht Handwerk. Handwerk. Ja. Ja, du merkst, wie wohl Ömer sich besonders widerlich Schnodder wieder in seine gaugräfliche Kleidung schmiert. Also wenn er da weiter den Gaugrafen markieren möchte, dann sollte er sich doch bitte Etikett zu benehmen wissen. Das ist besonders widerlich, wie er da seinen Rotz reinschmiert. Ich lasse erstmal seine Robe los, also deine Kleidung los. Wische sie unauffällig an meiner Hose ab, meine Hand, und würde dann in meine Geldkatze greifen und 10 Silberstücke in den Opferstock werfen. Gut. Ömer, ihr seid nicht hilfreich. Habe ich euch hingebracht oder nicht? Das ja, aber... Nun ja, lassen wir das. Möchte ja. Iserun noch etwas tun in Werheim? Die Stadt ist groß? Vielleicht findest du ja auch was zu tun. Ja, also ich würde mir gerne mal die Söldner anschauen, die Schnucki uns gebracht hat. Und mal schauen, wie das mit Pferden ist, wo man die herbekommen könnte. Ja, ist natürlich auch noch es gibt einen Marstall der fürstlichen Reiterei, also da könnte man dann Pferde kaufen, das ist ein kleiner Rondra-Tempel und auch ein Raya-Tempel, da würdest du dann bei den Kavalleristen sicherlich ein paar Pferde finden.
Ansonsten, wenn du dir die Leute ansiehst oder auch jemand, der dich begleitet, da weiß ich jetzt nicht genau, ob sich noch jemand für die Leute interessiert, könnte Schnucki euch die vorstellen. Es handelt sich dabei zum einen um diese rothaarige Weibelin, kommt wohl aufgrund ihres Dialektes aus Albanien, ganz genau kann man das nicht zuordnen, aber auch sie wird höchstwahrscheinlich entfernt torwalsche Eltern haben, sonst hätte sie keine roten Haare. Khalid Knochenfaust, ein Krieger aus Mengbilla, der hier so gar nichts zu suchen hat, führt Armbrust und Rabenschnabel nebst Sklaventod, ziemlich schweigsam, bohren, glaube ich, und erzählt nicht so wirklich viel von sich. Dann haben wir Bastan aus Ebersfeld, ein ziemlich eitler Söldling, der auch wenig von sich preisgibt, hat eine Flöte in seiner Hand, mit der er ab und zu mal ein bisschen spielt, wenn ihr nicht genau hinhört, aber eher für sich selber, nicht für euch. Reto Ui Mühlbrecher, der halbe Torwaler, der ja ziemlich laut ist und da wohl gerade mit ein paar Krähen spielt, hat da wohl ein bisschen Brot abgespart und wirft ihn das so ein bisschen hin, interessiert sich dann auch gar nicht wirklich für euch, sondern ja, spielt er wie gesagt mit den Vögeln. Dann Tafir Quent, eine Söldnerin aus Ferdok, die wohl, ja, sie hat versucht, in die Gardereiterin dann einzutreten, ist da wohl aber auch nicht angenommen worden. Und dementsprechend läuft sie jetzt hier mit den Falken umher. Dann Corvo, er möchte aber von Freunden Corvo Jin genannt werden, ein Söldner aus Aranien, der bei Maraskanern gelernt hat und ja, so ein bisschen auf Attentäter tut oder versucht, aber das ist mehr Schein als Sein. Pierov Bornski, ein Mann, der auch wirklich wenig von sich preisgibt. Das liegt unter anderem daran, dass er nur einen sehr nördlichen bornischen Akzent spricht, den keiner versteht. Pochemutü Nemja Neponi Majesh. Bornisch. Niemand versteht ihn. Nicht mal seine eigenen Leute. Auch er versteht euch zwar, aber wirklich unterhalten kann man sich nicht mit ihm. Und Alonso Svorigan, ein Almadaner, der hinter seinem Helm dann nicht sehr viel von sich preisgibt. Ja. Und ein Farid Musmach. Auch er gibt wenig von sich preis. Spielt wohl ein bisschen mit ein paar Knochenwürfeln und gewinnt da die ein oder andere Partie, aber auch sonst wird er nicht viel voneinander verraten. Ja, die kennen sich, ziehen seit ein paar Wochen miteinander umher, haben sich dann im Garreter Chor-Tempel kennengelernt und das ist so ihre, ja, Expertise. Waren schon irgendwie überall, sprechen irgendwie jede Sprache gemeinsam und das sind so diejenigen, die sich jetzt auf diese Mission beworben haben, als dann Schnucki ankam und mal fragte, wer Lust hat. Ja, möchte sich denn noch jemand anschließen? Ja, warum nicht? Ich auch. Sieht doch gut aus, der Haufen. Würde ich auch mal sagen, also die scheinen ja alle kompetent zu sein. Eigentlich zusammengewürfelt. Das sind gut. Söldner. Ja, richtig, was hast du erwartet? Aber die scheinen ja alle auch so ein bisschen einzelkämpferisch ausgebildet zu sein. Das sind ja die meisten Söldner. Außer es sind jetzt Einheiten oder so. Die meisten Söldner sind in Einheiten unterwegs. Ich bin dafür, wir stecken den Torwander zu Abelmir. Ich freue mich bestimmt. Ihr solltet dem armen Mann doch nicht schon schwerer machen, als er es eh schon hat. Also dem Torwander. Ach, wieso denn? Abelmir ist doch aufgeschlossen. Weltoffen. Erinnert ihr euch? Nein, tut ihr nicht. Lasst es. Das letzte Mal ging schon nicht gut aus.